Hallo, Hallo. willkommen in Elkes Kochstudio mit der neuen Heißluftfritteuse. Wie der Frank heute wieder mitgebracht hat, wo ich Ich mich sehr drüber gefreut habe. Und jetzt kann ich endlich wieder, kann ich zwar auch mit der anderen, aber hier fand ich das mega, wenn man alles zusammen machen kann, Bratkartoffeln machen. Also seine Ja. Mutter, die war ja nicht davon begeistert. Nee, für die Mama ist es nichts mehr. Ja, Ich habe versucht. Man muss ja alles versuchen. Und was nicht klappt, das klappt nicht. Dann haben wir wieder was für die Nee, nee, Garage. nee, 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 die behalte ich. Die kann keiner haben. Weil das letzte Mal, wie ich die ausprobiert hatte, bin ich ja so gut damit zurechtgekommen. Da habe ich gesagt, ich mache mal jetzt heute Abend, boah, heute voll die Freude, die Bratkartoffel. Ne? Ja. So, die schäle ich aber mit der Hand. Nicht Nicht mit der Maschine. mit Ding im Google Apple Schäler. Das war nämlich verkehrt, das war nämlich ein Apfelschäler und kein Kartoffelschäler. Elke, Viele haben es ja gemerkt, ne? viele haben es gemerkt. So, warte mal gerade. Ich habe Blümchen geholt. So. Da ist ja die Idee. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, wer recht hatte. Da. Bin wieder da. Machst du jetzt? Ich habe nämlich Äpfel geholt. Habe ich mir gedacht. Jetzt probierst du das aus, ob das geht, ne? Ich meine, dafür ist es nicht schlecht, weil Äpfel schälen mache ich nicht so gern. Nimm mal Da bitte. hat man mal so klebrige Finger, Nimm ne? mal bitte. Jetzt muss ich dich filmen. Aber nicht der Finger vor der Kamera. So, weil ja alle geschrien haben, das ist ja für Äpfel. Das hat ich dir ja direkt gesagt. Ich mache es so, dann kann ja noch jeder sehen. Apple. Apple, Apple, Golden Apple. Ah. Ja, nicht. Ah. Ah. Oh, Schatz, verletzt. Also scharf ist die Scheiße. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr da drauf, ey. Sam vom Bluten. Soll ich mal blasen, Schatz? Naja, okay, jetzt ist auf jeden Fall ein Apfel drauf. Ja, ich sieh's mal, wie das ist, wenn man sich rasiert. Das ist scheiße. Das brennt gleich. Jetzt schnappt er zu. Warte, ich guck mal von der Seite. Ja, und das sieht riesig schwer. Guck dir das mal an. Ja, so schnell bin ich nicht. Das ist der Hammer. Okay, also das Ding funktioniert. Tu Jetzt ich bin gleich ich im Salat. aber erstaunt. Den Apfel. Lass den mal da liegen. Warte, nimm du jetzt mal das Ding, das Handy. Da kannst du einen Halskäpfer basteln. Was ist das? Der Jackie sucht sich was zu essen. Ach, der isst aus dem Karton. Komisch, der isst aus dem Karton, aber wenn ich dem was davon aus dem Teller tue, mag er nicht. Aber Komm, ich hol dir ein Pflaster, nimm mal das Handy. nee, ich will kein Pflaster. Aber das funktioniert wirklich. Ja, das ist ein Ding, ne? Sauren Apfel. Also dafür muss ich sagen, ist das mega. Ich hatte doch so ein Ding, wo man das mit ausstechen kann. Was ist das denn in der Hand? Es ist so ein Apfelausstecher. Das funktioniert ja echt super. Also muss ich schon sagen. Das Hätte ich. war doch mein Geld wert dann, ne? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Suchen. Ja, da räumst du doch immer ein. Was? Du räumst das doch ein. Ja. Na komm, lass doch, Elke, lass mal weiter kochen, sonst werden wir hier nie fertig. Ja, super. Boah, Ich toll. hab's gefunden. Was machst du jetzt damit? Damit stechen wir gleich den Apfel raus, den Kern. Ach so. Ganz einfach. Aber das hätte ich nicht gedacht. Hä? Du? Dass das so geht, das ist schon ein Ding. Also dafür ist er perfekt. Aber Ist man ja auch kein schätzt. Kartoffelschäler. Guck mal. Der geht mal ein bisschen auf die Nerven. Du musst den Karton mal drehen. Franka ist gemein, der Karton, die Öffnung steht an der Seite.
komm mal her. Geh mal weg. Geh mal auf Seite. Dann zieh ich mit Karton aus. Der kann das allein. Aber komisch, dass der Deal auf dem Karton ist. Mhm. Aber nicht. Wenn ich die dem auf den Teller tue. Ja. Er liebt auf jeden Fall den Karton. So. So, fangen wir jetzt. Also ich mache jetzt die Kartoffel. Du kannst die Fritteuse schon mal vorheizen. Fünf Minuten, 200 Grad. Bei uns reichen drei Kartoffeln, oder? Oder? Ja, ich habe jetzt vier geschält, die Stufen. Und bist am Verbluten? Ja, eben ja. Und jetzt geht's. Jetzt geht's. Schnell, da kommt es wieder durch. Hast du, Zehner? Ja. Naja, ich bin halt ein Otto. Ich habe noch schön dagegen gedrückt. Meine Güte, ja, da ist das Messer. Ich mache da den Schutz drauf, sonst tust du den nachher weh. Jetzt mache ich was mehr Bratkartoffeln, weißt du warum? Das letzte Mal war die so lecker. Das war zu wenig. Nachtisch, Chucky. Der hier unten. Der hat Hunger und weiß, mit was er essen will. Das ist das. Oder hat keinen Hunger. Und ist aus Langeweile. Salz, ne? Hier mal. Und zwar ganz schön was drauf, wa? Das gibt's halt doch gar nicht, ja. Kartoffeln schmecken immer gut, ne? Ich mag gern Kartoffeln. Ja, ich bin Kartoffelfresser, ey. Ich trifft da wirklich drauf zu. Also Reis mag ich ja nicht mit Soße, ne? Die esse ich ja lieber trocken. Ne? Den Reis esse ich lieber trocken. Aber Kartoffeln, die mag ich, wenn die so untereinander matschen, so mit Erbsenmürchen und Soße und ah, lecker. Alles untereinander, ne? Wir matschen immer, ne? Ja. Ja, das sieht schon mal gut aus. Weißt du, wer Bratkartoffeln erfunden hat? Ich. Das waren die alten Römer. Echt? Ja. Da ist doch so Nobelix. Da haben dann die Erdäpfel gefunden, ne? Und dann haben die geschnitten. Gehen wir mal gerade einen Handschuh. Und dann haben die gesagt, das sind Bratäpfel. Ey. Ja? Ja. Was haben wir denn da alles dran? Ich glaube, ich gehe so hinterher. Hast du Hunger? Nee. So, die läuft noch zwei Minuten. Dann näht die aus. Du hast kein Öl drin. Doch, ein bisschen. Ja, ist schon drin. Ausschütten. Das machen wir weg. Ja. Zack.
Jetzt immer so super. Ja. Ein Ton. Ja. Hoch, kannst du hoch schön hoch machen. Temperatur hoch, meinst du? Ja. 230? Ja. Das geht nur auf 220. Ja, ich habe ja heute ein Video gemacht. Habe ich schon reingesetzt. Leberkäse. Über die Tagespflege. Jetzt hat die Mama angerufen und sagt so, boah, das war heute so lustig da. Das war so schön. Aber ich habe tolle Nachrichten von euch gekriegt. Per E-Mail, mit als Kommentar, die mir echt weitergeholfen haben. Ich denke auch mal, dass auch nicht immer jeden Tag da die gleichen Leute sind in der Tagespflege. Das ist ja auch bestimmt mal verschieden. Ja, die einen sind aber lustig, die anderen sind. Das ist ja richtig, aber ich habe ja auch gesagt, jetzt sind ja auch Tage dabei, wo die Mama da gerne hingeht. Es gibt aber auch Tage, wo sie keinen Bock hat, wo es langweilig ist. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, vielleicht gibt es hier auch eine Alternative. Und ich habe hier auch was also, gefunden. Also du suchst jetzt was, wo richtig Remi-Demi ist. Nee, was heißt Remi-Demi? So ein ein lustiges Beisammensein mit Bingo spielen oder so. Tanz. Und von mir aus auch tanzen, von mir alles mögliche, was sie möchten, können die ja machen. Und da habe ich jetzt was gefunden. Gibt es eigentlich kein Rentner-Disco oder sowas? Nee. Ü 70? Gibt es nicht? Nee. Partys? Nee. Ü60 habe ich schon gelesen, aber Ü70? Ja, wird schwierig. Wäre ja mal geil, ne? Das wäre cool, ja. Hier im Dorf ist das. Ja, hier. Wahres. Ich glaube, dienstags oder so. Ja, oder ja. Oder mittwochs, unten, ne? In der Kneipe. Ab 16 Uhr. Oder ab 14 Uhr, so. Nee, die Rieder, ich habe da rausgefunden, also ich habe eine Nachricht gekriegt und da stand da drin, Rieder Heimstätten, SBK. Ja. Die machen also Bingo-Tage, Veranstaltungen, Tanzen, Singen, okay. Lernen, Computer, Kurse, sowas alles Mögliche. Total geil. Ja, auch so Computerkurse. Und fast jeden Tag was anderes, ne? Ja. So, und das Witzige ist, da steht da SBK Stadt Köln sowieso, ne? Hm. Und ich habe schon einen Vertrag mit denen. Ich habe doch die Anouk. Ja. Die kommt ja von der SBK. Und ich denke, SBK, das kennst du doch. Und dann gucke ich in den Unterlagen, habe ich mit denen einen Vertrag gemacht, dass die Anouk kommen darf. Hm. So, und dann habe ich da angerufen, aber es war keiner da. Ja, würde ich aber bestimmt noch einer melden, die haben vielleicht einen Feierabend gehabt. Ja, die sind noch nicht so einfach zu erreichen, habe ich auch damals lange für gebraucht. Aber das wäre natürlich super. Weißt du? Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Das ist zwar in Riel, ist über die Müllerer Brücke und die ist gesperrt im Moment. Ist immer noch gesperrt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Leute abholen oder ob die mit dem Taxi da hinkommen. Ich würde ja auch ein Taxi bestellen. Normalerweise werden die abgeholt. Ja. Ist dann auch Tagespflege. Ja. Wie das genau sich nennt, das weiß ich nicht mehr, aber Tagespflege nannte sich das nicht. Okay. Und wieder ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ne? Oh, aber das ist das lecker. Ja. Hier haben dir noch gefehlt, die zwei Dinger. Ja. Für den Feldsalat. Scheiße. Ja, jetzt kommen die Fliegen wieder, ne? Wenn die am Boden sind. Teil, wenn die dann ran nippen, dann kippen die um. Ja, so. Ein bisschen Killer. Ja. Da fliegen mag ich nicht. Besonders in der Küche. Das war ja noch eine kleine, aber das sind ja mittlerweile schon Mutanten, die hier rumfliegen. So, so dicke Fliegen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Machst du in den Salat zwei Zwiebeln? Nein, das ist so viel Bratkartoffel mit. Nur den Rest friere ich ein. Ach so. Komm, in Bratkartoffeln nicht noch Speck rein? Ja, habe ich schon rausgeholt, glaube ich. Nee.
ja. Echt, da helfe ich einmal beim Kochen, schneiden einen Apfel und schneiden einen halben Finger ab. Ja. Typisch. Jeder gute Koch schneidet sich in den Finger. Oh nein! Es ist ausgegangen. Ich war echt überrascht heute mit der Fritteuse. Ja. Ja, die geht ja immer noch höher. Ja, ja. So. Ja, jetzt geht es so 10 Minuten an. So. Wie sehen die denn aus, die Dinger? Selbst ist die Frau. Hier ist er, der Kern. Ja, die Schattisse macht, dann wird der Finger noch da drin. Ne? Ich glaube auch. Tust du mir den Salat rein? Ich finde Apfel im Salat ist sehr erfrischend. Was essen wir so? Aha. Du ein Äpfelchen und ich ein Äpfelchen. Hm. Das Pink Lady. Das schmeckt ja echt gut, der Apfel, ne? Pink Lady. Kannst du deiner Mutter morgen einen mitnehmen? Für die Vögel. Mhm. Pink Lady. Die Vögel dürfen nur süße Äpfel essen, keine sauren. Aha, und hier müssen wir noch Speck rein tun, Elke. Auch eine Ohren. Kann ich auch machen. Mhm. Und Zwiebel kommt da auch rein. Hm. Die hast du noch gar nicht geschnitten. Da sind wir wieder beim Zwiebelschneiden, ja. Hm. Ich glaube, den Leberkäse kann man jetzt auch da rein tun. Und das Ei machst du da auch da rein? Mach das gut. Probier's aus. Einfach drüber oder was? Über die Bratkartoffel? Nee, da mache ich ein bisschen Platz an der Seite. Und dann Telefon. Ist mir egal. Guck dich dann doch alleine an. Wir gehen ja mit anderen privaten Telefon. So. Jetzt der Leberkäse drin oder was? Mhm. Einmal ein Vater ist dann immer aufhören. Schrecklich. Aha. Cookie. Boah, das merkt man voll Möhre, die Zwiebel hier, wenn du hier stehst. Boah, das bläst mir voll die Augen. Wie kommt das? Wo kommt denn die scheiß Luft her? Nein, raus. Ach, da hinten. Da. Ich mache alle drei. Ja, lohnt sich das sonst nicht. Ja, ja. Erzähl mir dann. So, was
So, dann bringe ich das mal in die Biotonne. Ja. Also ich muss sagen, das Tierreit ist gut. Zumindest für Äpfel. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ach, ich wollte euch aber zeigen. Ich war nämlich fleißig. Ich habe draußen den Garten gestrichen. Ich finde das gut, weil du brauchst wirklich nur ein zu fest und kannst direkt lassen. Guckt mal. Ich habe den ganzen Zaun gemacht. Da auch. Schön. Sieht gemütlich aus, ne? Ja. Zwischendurch tue ich auch mal was. So. Wenn da ein Bild zum Hang. Das ist eine Überraschung. Aber wir haben auch Babys gekriegt. 4 oder 5 Stück. Da sieht man noch einen kleinen. Warte mal. Da hinten, da. So, bitte. Da ist aber einer energisch krank. Geh mal ran. Nee, habe ich jetzt keinen Bock, Elke. Was machst du da? Ich habe diese Strunze abgemacht. Ich mag lieber die größeren als die kleineren, weißt du? Ja. Aber da muss man doch merken, dass keiner zu Hause ist. Ja? Das kann man hin. Nein, Elke, wir kochen weiter, sonst wären wir hier nie fertig. Hey. Das ist aber eine Larvenserie. Ja. Boah, das würde mir aber auf den Sack gehen, ey. Oder? Was denkt ihr, was wir für ein Haus haben? 700 Quadratmeter. Bestimmt wieder einer, der für Strom oder sonst irgendwas anruft. Ja, kann sein. Kann man mit Äpfel essen? Ja. Ja, haben wir schon. Du isst ja auch Sahnehering mit Äpfel. Ja. Ja, also. Auch aber das ist wieder am Regen. Frischen Apfel mit rein. Oh nein. Schrecklich. Wir sehen aber noch nicht gut aus. Nö, nee, da kommt noch ein bisschen. Ja. Schon wieder. Vielleicht haben wir im Lotto gewonnen, Elke. Und die wollen uns benachrichtigen. Hey. Sag mal. Soll ich mal dran gehen? Das ist aber wirklich nervend, ne? Ja. Ist nicht neugierig, wenn es ums Telefon geht? Nee. Schließ mal da dran. Ja, da geht warum dran. Warum rufen Sie denn hier so oft an? Aufgelegt. Geht bestimmt nochmal. Wie viele Anrufe haben wir drauf? 26? Ich hab's jetzt nochmal an. Jetzt ruft keiner mehr an. Die, ja. Der, das hat jetzt die Schnauze voll. Das ist eine Ampelästigung. Wahnsinn, ne? Also. Wenn ich einmal irgendwo anrufe, dann schneidet die keiner dran. Dann rufe ich keine dreimal an. Wieso nicht? Nee. Dann denke ich, da weiß ich, merke ich doch, dass ich keinen Anschluss unter dieser Nummer. Ja, kriege. Ist doch blöd. Ob das so eine gute Idee war? Warum denn nicht?
Ja, das ist ja keine Turbomaschine, Frank. Da müssen wir uns einen Thermomix holen. Hey. Ah ne, dann haben wir ja zwei Heißluftdösen und einen Thermomix. Ey. Nee, so was verstehe ich gar nicht drauf. Jetzt hier geht's los. Sag, wir haben keine Zeit, Elke. Ihr drück. Hallo? Wer ist denn da bitte? Ja. Ja, aber ich habe im Moment keine Zeit. Ja, dann so in einer Stunde. Nee, nee, alles gut. Ja. Tschüss. Haben wir im Lotto gewonnen? Nee. Da war jemand, der wollte dich sprechen, der hätte einen Tipp für deine Mutter wegen der Pflege. Also es gibt ja Leute, ne? Die sind ja doch intelligent und gucken im Telefonbuch, ne? Aber ich glaube, die Dame hat schon öfters angerufen, vom Dialekt her. Ah, die aus dem Osten. Doch, ja. Ah, weil die so schnell gesprochen hat. Ja, war auf jeden Fall keine Kölner. Aha, okay. Ja, so. Ja, zwei, dreimal sind wir bis jetzt dran gegangen, wenn einer angerufen hat. Ne? Aber die Nummer, die benutzen wir ja gar nicht. Bei uns ruft die ja meist immer noch im Handy an. Und wenn hier jemand anruft auf dem Festnetz, dann ist das meistens eine Stromanbieter, ein Gewinnspiel, keine Ahnung, für irgendwelche Sachen, was sie einem anreden wollen. Wieder nicht aufgepasst. Wieso? Ja, weil es wieder ausgegangen ist. Und dann habe ich schon gar keinen Bock, da dran zu gehen, weißt du das? Wie lange ist das jetzt drin? Insgesamt 15 Minuten. Ja, da kann ich auch noch nicht gut sein. 20 Minuten muss das schon. Okay. So, und auf 15. Meine Eltern, die haben früher angerufen auf dem Festnetz, wie die noch keine Flat hatten. Ja, ja. Oder dein Vater auch schon mal, ne? Früher. Ja, ganz früher. Aber jetzt. Den mischt man aber erst? Wenn wir den kurz bevor wir essen. Bin ich ja mal gespannt. Ciao. Sie hat einen Tipp für die Mama. Ist ja lieb. Ja, ist ja nett. Ja. Aber also die drei da Meter. Da kann ich ja nicht unfreundlich sein und sagen. Nein. Nee, das mach ich nur, Frank. Ich bin ja auch nicht unfreundlich. Die war so freundlich, die hat gesagt: Hallo Elke, störe ich euch? Ja, und wenn einer ja. Dann so freundlich ist, dann kann ich nicht. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil wir hier am Filmen waren. Ja. So, normalerweise, irgendwann gehe ich ja auch am Telefon. Ne? Ja. Das hat schon wieder angehen. Das ist ja nett. Ich glaube, heute hatten wir... Ja, ist halt kalte Sophie, hatten wir gestern. Ja. Und der Eishalding müsste jetzt vorbei sein. Der Eishalding. Eishalding, ja. Ich war eben, wie ich nach Hause fuhr, vor der Rosenkirchner Brücke, so am Regnen, das Wasser, das war so hoch auf der Straße. Vor mir der Wagen, boah, ist er durchgefahren. Also, unnormal. Hinter der Rosenkirchner Brücke, strahlender Sonnenschein, die Erde, knochentrocken. Ja, das Komische ist ja auch, der Regen, die Tropfen, die sind ja so dick auf einmal, ne? Es gibt ja keinen Leichenregen mehr, wenn der auf der Erde plätschert. Weißt du, wo das angefangen hat? Weil ich kann mich noch erinnern, wo mir das... Wo waren wir denn da? Na, wo waren wir denn da? Da sind wir mit dem EOS gefahren, den ich da noch hatte. Weiß ich nicht mehr. Und dann ging das Dach, hatte man Angst, dass das Dach wieder zuging. Ach, das stimmt ja. Da sind wir an die Seite gefahren, dann ging das aber zu.
Ja. Was für ein Glück. Und da war das erste Mal, wo so eine Sintflut kam. Tja. So ein Regen, da habe ich noch, wo sind wir noch rechts rangefahren, weißt du, an der Tankstelle. Ja. Weil wir nichts mehr sehen konnten. Stimmt. Habe ich vorher noch nie erlebt. So. Durch meinen Tisch decken. Pfingstrosen hat der Frank gekauft. Wunderschöne Pfingstrosen, habe ich mich voll gefreut. Weil die haben jetzt mindestens 3 Wochen gehalten, aber stopp, jetzt können wir die in die Tonne kloppen, ne? Ja. Das, aber noch sehen sie ja. Nein, ah. Gefallen mir nicht mehr. Guck mal, die sehen ja aus wie Trauerweiden. Ich tue das gleich rausbringen. Und die sind schön. Die sind wunderschön. So. Schaki hat wieder Hunger. Frisst ja Luzi alles weg. Luzi hat keinen Hunger. Die steht nur da rum. Ach doch, der gebe ich mal Schinken. Luzi. Guck mal, die Mama hat mir Schinken gekauft. Die mag Schinken, aber er kriegt sie selten. Aber die mag kein Schinken von Netto. Ich hole mal mit dem Paketchen. Die mag Schinken von Lidl und von Aldi. Das merkt die. Luzi. Luzi! Ich merke die, ob der von Lidl oder Aldi ist. Komisch. Luzi! Oder von Netto. Oh, guck mal. Was denn? Die läuft dir sogar hinterher. Luzi, hast du Hüngerchen? Willst du eine Schinken? Ja. Oh. Eine kleine Schinken. Oh, tut sie kniepen. Guck mal. Guck mal. Hast du lange nicht mehr gegessen, ne? Ja, hier kriegen die Katzen noch Schinken. Ich krieg doch Butterbrot mit Butter. Und die Luzi, guck mal, der steht auf seiner Dose da hinten, ist der doof. Der mag sowas nicht, der isst ganz nichts. Der ist kein Fleisch, ne? Kein fleischfeste Pflanze, kleine fleischfeste Pflanze. Die sind ein bisschen dunkel geworden. Ja, ist ja nicht schlimm. Jetzt machen wir das Ei da drüber. Oh, mein Tütchen. Ja, dann mach. Moment, du musst das erstmal rausholen. Soll ich nochmal anmachen? Nee, noch nicht, warte. Ich höre jetzt mal das. So laut, soll ich ziehen. Aber das sieht schon ganz gut aus hier, ne? Mhm. Guck, die Eier, die tun wir jetzt. Versuch's aber auch alles mit der Kiste, wa? Ja. Hey, mach doch noch Nachtisch mit da rein. Wie viel kriegst du? 1 oder 2? 2. Mein Gott, die Nummer. 2 Eier. Vielleicht kannst du ja noch ein Tiramisu da drin machen. Hey. Mhm. Das klappt alles nicht so genau. Ach, ich mach nur noch eins. Dann will ich auch 2. Du hast aber Hunger. Ein bisschen Salz, ne? Der Salz muss immer auf der Eier. So. Jetzt bin ich gespannt. Ne, nur du. Du auch, ne, Jackie? Die ist am Essen. Ja, die hat Spaß. Ja. Naja, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall einfacher als mit der Pfanne. Ich sag ja, ich habe ja jetzt gar nichts zu spülen, nur die Kiste. Ja. So, jetzt hol ich mal Tellerchen raus, dann mach ich gleich einen Beutel. Die Spülmaschine. Die Eier kommen wieder weg. Guck mal. Nix. Da kannst du bestimmt noch Garnelen und sowas drin machen, ne? Aber da musst du draußen auf dem Hof machen. Ich glaube, dann ist die ganze Wohnung unter.
Nee, die sehen noch nicht gut aus. Oh oh. Oh oh. Ja, schlechtes Gewissen, wa? Ja, ich hab wohl dich mit deinen Eiern. Na gut. Die brauchen 5 Minuten. Das muss doch klappen. Wieso sollen denn keine Eier da drin da werden? Ja. Ja. 9 Minuten haben wir noch. Also wir haben jetzt genau 35 Minuten gedreht. Ja, halbe Stunde. Ja, in der Pfanne wäre etwas schneller gewesen, glaube ich, oder? Das sind rohe Kartoffeln. Die brauchen 25 Minuten. Ja. Mindestens, ja. Gut, mit Vorheizen haben wir ja jetzt auch, ne? Ja. Hast du ja nicht mitgekriegt mit dem Sinderband, mit dem Dr. Sinsen von der Reality Stars und dem Jörg Hansen, dass die sich boxen wollen? Doch. Der Sinsen, der ist ja mit der... Ja, Desiree. Fremdgang, die hat sich ja von ihrem Mann getrennt. Und hat gesagt, das ist die absolut große Liebe. Hat ihm Schuhe gekauft, Uhr gekauft und alles. Und jetzt sind sie wieder zusammen, die Hansens oder Hansens. Und jetzt wollen die sich boxen. Und dann haben die so ein Shooting gemacht gegeneinander. Da hat der Sinsen den weggedrückt. Also das sind zwei Honks, muss ich schon echt sagen. Also was die da im Theater machen, das will überhaupt keiner sehen. Nur um ein bisschen Präsenz zu haben. Ja. Keine Ahnung. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ja, ich sehe das ja alles. Ich gucke. Oh. Doch, die sehen gut. Die sehen gut. Das ist doch noch nicht fertig, aber die sehen gut. Das ist aber auch scheiße. Wir machen das ja andauernd auf. Ne? Wieso auf, wir? Du hast das doch gerade aufgemacht. Ja, ich. Ein bisschen neugierig. Aber der Leberkäse war oben drauf ein bisschen braun geworden von der einen Seite. Wir drehen wir nur. Gott sei Dank nicht verbrannt, aber. Ja, ja. Nee, ich finde das halt nur so traurig, weil die hat sich von ihrem Mann getrennt. Für den Erik. Große Liebe. Oh, ich freue mich so auf den Erik. Und jetzt auf einmal ist er das größte Arschloch der Nation. Sagt die das? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, schimpft über den? Und der Erik hat aber auch über die geschimpft. Also der hat auch frauenfeindliche Sachen gesagt, die man nicht aussprechen sollte. Nee, wo denn? Ja, ich sehe das hier immer bei dem, bei Instagram und überall, bei TikTok und was weiß ich wo. Ich gucke mir sowas an. Ne? Hat der schlecht gemacht oder was? Nee, wo sie sagen. Dabei war. Ach so. Wo sie dabei war. Nicht im, Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht hintenrum, ne? Okay. Haben die sich da gegenseitig beschimpft. Naja, ob das alles so sein muss. Keine Ahnung. Morgen mal Strategie. Hab ich mir sowas gemeint. Tortellini Panna. Lecker. Und Baguette hatte ich. Ah, im Angebot. 59 Cent. Ja. Bei Aldi. Ja. Die hole ich da immer. Ich mag die so gerne von denen. Wenn ich die dann immer aufbacke oder was, ich spiele gleich eins ein. Und eins essen wir morgen Abend zu der Tortellini. Ja. Okay. Ich mag immer gerne die Soße tauchen. Schon wieder so dunkel geworden. Ja, dann hol die doch raus. Dann hol die doch schon mal raus. Okay. Mit dem Ei. Ja, ja. Na gut, das Ei, das kann vielleicht noch ein Minütchen. Ich muss die mal probieren, ob der überhaupt schmeckt. Nee, Elke, komm, mach doch mal weiter, sonst können wir ja morgen früh essen. Du musst das doch wieder da reinstellen, das ist ja albern. Dann fängt sie an zu probieren, dann mäht sie das, dann mäht sie das, dann mäht sie das. Aber rechtzeitig. Ja, ich kann da hier keine 3 Stunden lang filmen für so ein scheiß Essen. Wer guckt sich das denn an, 40 Minuten? Ja, ich, heute Abend. Ich wollte gerade sagen, glaub mir, das wird schon geguckt. Naja. Die sehen aus wie ein verbrannter Toast. Jetzt kannst du probieren. Mach ich auch. Ist das ein Boah, wie lecker.
Probier. Nee. Lecker. Okay. War ein bisschen zu dunkel, aber jetzt sind wir mal auch schon anders. Gut, oder? Okay. Nee. Wie können die gut sein? Nee, die sind immer noch nicht gut. Das ist aber scheiße. Also Eier habe ich bis jetzt noch nicht getestet da drin. Kann man doch nicht mehr machen. Braucht 230. Kommt gleich auf. Sind da Kükelchen drin. Oder wir hätten die mehr mittig machen müssen, aber die Wärme kommt doch überall hin, ne? Ja, ja, gut. Ja, gut, dann ist das Fleisch wenigstens gleich kalt. Kann ja auch mal was daneben gehen, ne? Ja, ja. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass Eier so lange brauchen. Du? Ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, ne? Ja. Meinst du, in einer Minute wären die? Ja, normalerweise ja. Komm, werf sie weg, die zwei in der Mitte. Nimmst du nur rechts und links das Ei. Ich wollte gerade sagen, ich habe langsam Hunger. Also Eier kann man nicht machen. Obwohl die das geschrieben haben, Eier könnte man machen. Ja, dann haben wir einen Verzeich. Dann haben wir einen Verzeich gemacht. Ein gebackenes Ei. Also die Kartoffeln sind gut. Na gut, nächstes Mal wird es besser. Naja, also. Schon aus, ich tue das nicht. Nee. Aber pass mal auf, das schmeckt. Naja, ich weiß es nicht, Erik. Also, wenn es so schmeckt, wie du es siehst. Dann hätte man besser doch die Pfanne genommen. Aber. Wir müssen jetzt probieren. Die Kartoffeln sehen ja gut aus. Okay. Ich schau das jetzt wieder da rein. Ja. Probieren wir da aus? Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Was sieht das? Ein bisschen komisch aus. Ich muss mal die alle von unten gucken. Gut. Okay, dann haben wir rein. Die sind aber auch sehr dunkel drin. Ich habe doch eben das Licht angemacht. Wieso sind das wieder aus? Das ist aber noch hell genug. So, dann probieren wir. Ja, probier das mit Kartoffeln. Mach die Dinger lecker. Schmeckt? Mm. Kartoffeln sind wieder mega. Ah ja? Boah. Wow, die sind auch total weich. Was sind die? Weich. Probier mal das Ei. Bin mal gespannt. Ja, das scheint ja nicht zu sein. Doch, ne? Kann man essen. Kann man essen heißt. Schmeckt nicht schlecht. Also jetzt. Von der Konsistenz her ist innen drin, ist es noch ein bisschen weich. Und von außen etwas knusprig. Probier mal. Okay, Leute. Es kann nicht immer alles klappen, aber wenn es schmeckt, ist es ja gut. Okay,
Dann viel Spaß beim Nachkochen. Bis später. Meinst du, das kocht keiner nach? Die sagen bestimmt, was ist das denn? Trollrolladens. Ja gut, verbrannter Leberkäse mit harten Kartoffeln und komisch weichem Ei. Chucky. Da fällt mir eine Kartoffel aus dem Mund. Chucky, du sollst auf dich gehen. Hast du nicht gehört? Okay, macht's gut, bis später. Aber der Feldsalat ist lecker. Ja, schmeckt, sieht gut aus, ne? Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss.